Ja. Hast du gerade Aggression, weil ich dich aufgeweckt habe? Okay, den Rams habe ich auch aufgeweckt. Tut mir leid. Aber wisst ihr was? Wenn ihr jetzt eh beide wach seid, wollen wir dann vielleicht mal den Laserpointer ausprobieren? Ich wollte schon immer mal einen Laserpointer ausprobieren, aber ich habe mich halt einfach noch nie getraut, weil ich Angst habe, was passiert, wenn die Katzen in das Licht schauen. Aber wir probieren das jetzt mal ganz vorsichtig. Das ist kein Hühnchen, das ist eine andere Tupperdose. Ihr braucht nicht so erwartungsvoll schauen. Das ist der Laserpointer, den ich jetzt auspacken möchte, der so ein bisschen blöd hier drin ist. So. Jetzt schauen wir mal. Jetzt testen wir den mal. Ja, guck. Wir probieren das jetzt mal aus. Ich bin echt gespannt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr einen Laserpointer benutzt und wie eure Erfahrungen so damit sind. Also was ich weiß, was wichtig ist, die Katzen brauchen ja auch ein Erfolgserlebnis beim Spielen. Das heißt, sie bekommen natürlich auch zwischendurch ein paar Leckerchen zur Belohnung. Na du, guck. Alle warten auf mich. Alle warten auf dich, ja, weil ich schaff's nicht mit einer Hand den Laserpointer auszupacken. Und die Katzen denken, glaube ich, es wäre Hühnchen, weil ich es in dem Tupper drin hatte. Trink noch in Ruhe deinen Tee, ist kein Problem. Lilly, sag's ihm nur. Ich finde es total witzig, weil die beiden warten jetzt wirklich. Schatz, wir haben noch Hühnchen, gell, was wir ihnen als Belohnung geben können. Ja. Super. Die sitzen jetzt einfach vor mir und warten, dass irgendwas an Action passiert. Lilly? Da kommt drei Batterien rein. Das sind kleine. Und wie rum macht man die rein? Entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, so dass es nachher geht. 50-50. Stand da nichts, oder was? Ich habe nicht drauf geguckt. Toll! Ey, wenn du gleich einen Stromschlag kriegst, ich halt drauf. Schatz, ich film's. Lilly, was machst du? Ja, ich weiß nicht, Männer und Technik ist so eine Sache. Voll den Hate, weil ich gesagt habe, bestimmt, dass ich drauf halte. Ich würde dich natürlich retten. Ich weiß nicht, Lilly. Rammes? Die Lilly ist ein bisschen ungeduldig. Oh, krass. Ich sehe es schon. Mach noch nicht an, mach noch nicht an, ja? Wir gehen ins Wohnzimmer rüber. Okay. Kommen wir wieder zwei. Wo ist das Hühnchen? Hast du es wieder in den Kühlschrank gestellt? Ja. Oh, dann nimm das gefriergetrocknete. Aber ich schneide mal raus, Ja. nachdem sie nachher ist. Ja, das muss heute eh Gesamtbelohnung. weg. Oh, jetzt bin ich gespannt. Okay, ich habe wirklich keine Ahnung. Darf ich ihn mal haben? Bitte schön. Okay, Ich was habe ihn muss ich auf tun? Punkt gestellt. Wenn du Okay. mal hier auf meine Hand Ja. leuchtest. Muss ich einfach Nein, du draufdrücken? musst hier auf den schwarzen Knopf drücken. Toll. Wow. Okay, es darf sich auch nirgends spiegeln in Scheiben oder so, gell? Guck mal, ihr zwei, kommt mal mit. Schaut mal. Guck mal. Da ist ein Licht auf dem Du Boden. musst zwischen sie gehen, dass sie es sehen. Ah. Aber die gucken ja nach oben. Oh. Ich habe halt vorhin schon mal, er guckt ja die ganze Zeit nach oben. Du darfst nur mit dem Strahl nicht auf ihn drauf leuchten. Okay.
Wenn es nicht reflektiert an irgendwelchen Spiegeln. Aber die starren mich einfach die ganze Zeit an. Ja, weil und sie denken, sie kriegen Futter. Super, ich bin zu blöd, einen Laserpointer zu bedienen, offenbar mit den Katzen zu spielen. Okay, du machst jetzt so den... Ja, aber schau mal, du... Ja, super. Okay. Das hat sich zu sehr nach... Nach Essen angehört, gell? Nimm dir mal eins. So. Oh Mann. Gib der Lilly auch eins ab, Aramis. Lilly. Lilly. Okay. So, also ich bin sehr für Tipps dankbar, wie man Katzen mit einem Laserpointer bespaßt, weil wir aktuell ja kaum merkt, habe ich es noch nicht drauf. Mach das nicht auf dieses. Siehst du das, wie das spiegelt? Deswegen auf der Fläche muss man aufpassen. Ja. Hier Boden geht. Boden ist okay. Jetzt willst du mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber ich glaube halt in dem Moment, wo sie nach oben schauen, ist halt die Gefahr da, dass sie in den Strahl schauen, oder? Ja, deswegen würden wir auch gucken, dass sie nicht direkt reinkommen. Okay, wie sehr Helikopter will ich sein? Ja. Aramis guckt halt einfach die ganze Zeit auf deine Hand. Aber Aramis ist so, auch wenn du eine Spielangel hast, der guckt immer, wo kommt sie her und wo bietet sich die größte Angriffsfläche, das Ganze zu fangen. Ich glaube, ich habe bald einen Laserpointer zu verschenken, wenn es so weitergeht. Der Laserpointer, ja. Der hat drei verschiedene Lichter. Wuhu. Hier so mit Mustern. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Katzen... Das ist ein Smiley. Ein Stern. Ich finde den Stern toll. Guck mal, Lilly. Lilly mag den Stern. Also Lilly findet den Stern, glaube ich, gut. Aramis starrt weiter deine Hand an. Aramis guckt nicht in den Strahl rein. Das ist die Hand, von der das Futter kam. Also ich persönlich hatte bisher mal den bei den Katzen von meinen Eltern. Und auf den normalen... Punkt haben sie eigentlich reagiert. Aber ich glaube, hier ist jetzt einfach alles durch, weil es gab schon Futter, das Hähnchen wurde aufgemacht und ihr seid schon so zwei. Aber ihr sitzt ganz brav da, also sie haben schon gelernt. Ja. Ja, komm. Weil ihr so schön hier gesessen seid. Sie haben einfach Hunger. Die Näpfe sind leer und sie sitzen ganz ruhig. Das ist okay, so. Wie können die Näpfe leer sein? Sie haben gerade heimlich gefressen. Frust, als du Staubs gesorgt hast. Das ist gelogen. Das bedeutet jetzt erstmal Futter. Ja, dann versuchen wir es nochmal, oder? Ja. Hier. Bitteschön. Ich gehe Futter holen. Das ist schon ein eindeutiges Zeichen. Also ich glaube, unsere Katzen streiken gerade. Und zwar sehr eindeutig vor leeren Futternäpfen. Und ich fürchte, die sind schon mindestens 2 Minuten leer. Also wir müssen jetzt Gas geben. Geht euch das auch so, dass ihr das Schmatzen bei Katzen süß findet und bei Menschen furchtbar? Also ich habe so den Eindruck, dass das hier, Entschuldigung, hab ich dich geweckt, Schatz, heute nichts mehr wird. Die Katzis sind nämlich total im Chill-Modus. Wir schauen jetzt gleich mal noch zu Lilly. Aber es regnet draußen und ich glaube, die wollen einfach schlafen. Hier bietet sich das gleiche Bild. Lilly schläft vor der Heizung. In dem Fall wird es einen zweiten Teil geben. Ich schaue mal, ob meine Katzen einen Laserpointer mögen. Und vielleicht habe ich dann ja auch schon ein paar Tipps von euch in den Kommentaren und kann die direkt anwenden.